Dann hoffentlich läuft es ein bisschen besser. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück. Vielleicht schalten noch ein paar mehr ein. Wäre schön. Danke nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. So. That's it. So, also ich wünsche euch noch einen schönen Abend, gute Nacht. Danke gleichfalls. Bleibt gut, Tschüss. Domgar. Ciao. 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 User disconnected from your channel. Herr Rolfi, dann lad dir schon mal Teamspeak runter. Ich mache dir das gleich. Teamspeak runterladen? Nicht Teamspeak hier, Teamviewer oder wie das heißt. Was? Ich habe überhaupt noch nicht gehört. Was? Wie heißt das? Teamviewer. Teamviewer. Brauchst dich anmelden, kannst du so einstellen, dass es bloß für heute benutzt und dann immer wieder weg ist. Ja, genau, also nicht, also nur die Setup-Exe da runterladen und dann ausführen. Also da musst du nicht auf Install drücken. Runterladen. Von der offiziellen Seite, ne? Ja, ich bin jetzt auf TeamViewer. Mach mich dort tot, ja. Von anderen Seiten wäre das gefährlich. Ich lebe gefährlich. Wer nicht? Ja. Meine Bestimmung. Wer nicht? So, ich mal bloß mit mache auch bloß noch Who City und dann. Gut, was mache ich jetzt mit der TeamViewer-Exe? Da ist die. Foxtrot ist wieder voll. Oh Mann, was dauert denn hier so lange? Ist ja unglaublich. Wo ist die TeamViewer-Exe? We are taking Alpha. Also ich kann hier nur das, also ich habe Gleich mal. das Setup, ne? Genau, Setup und dann anstatt installieren machst du ausführen. Vielleicht mal kannst du mal ihn aus dem Fox drauf schmeißen. Ja. Bitte. We have taken Ist Bravo. Platz. So, wie möchtest du sie fortfahren Danke. installieren? Nee. Ausführen. Nur starten, also, jo. Genau. Okay. Dann gibst du mir mal deine ID an, deine Partner-ID. Bei ihrer ID steht links dann im Fenster Fernsteuerung zulassen, steht da. Warte mal, wie wird TeamView genutzt? Privat. We are taking Muss ich Alpha. auch machen, oder? Ja. Och, man kriegt die Tattoos erst bei Level 70. Mann, das ist. Ich will die Tattoos jetzt schon haben. Am meisten eine Level 90 Tattoo. Schließen, schließen. So, wo steht meine ID? Ah, hier, da ist es. Neun Zahlen. Copy. Nein, nein, so durchsagen. Ich bin gerade noch im Spiel. Oh, 454 Jo. 499 Jo. 425. Jo. Wo ist das Kennwort nochmal darunter? 6869. 69. Warum jetzt nicht erschrecken? Hilfe! Der Fleischmann! Hast du OBS offen? We have Nee, ne? taken Alpha. Wo ist das denn? Kannst du das einmal hier in den Bildschirm ziehen, in den Hauptbildschirm? Wo so, du die sorry. Datei Ja. jetzt Schwupps. anguckst? Erstmal, geh weg von OBS Classic, das ist scheiße. Ich habe das andere auch installiert, aber damit kam ich irgendwie nicht so zurecht. Ich weiß nicht, Ja, das woran das ist sagt. egal, dann irgendwie einleben oder was, aber das ist tausendmal besser. Mach mal das andere auf, bitte. Okay, dann mach ich das andere auch. Dann muss ich mal Ich habe mit XSplit mal gestreamt, aber Stream ist nicht so meine Sache. Ich bleib lieber bei YouTube. Einmal schließen auch das alte dann. Ist eh nur ein Hobby. Was? Ja, da müssen wir jetzt erstmal. Wo ist die Scheiße denn? Hier mal durch.
Genau, soll ich das eben installieren oder was? Ja, mal installieren. Ich hab das noch irgendwie, die Exe habe ich hier noch rumfliegen. Also da führt echt kein Weg dran vorbei, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, gut, ja. Dann löse ich schon mal das. Oder. Next. Recon is in the air. Ja, gibt es bestimmt noch hier eine Updates jetzt für OBS Studio. Ja, ist jetzt schon 19 irgendwas. Ja, guck mal, ich habe jetzt die 17.02. Oh, komm ran hier, OBS. Du hast eine Nvidia-Grafikkarte, ne? Jo. 1060. GTX, Entschuldigung. Dann soll ich die neuen Versionen runterladen, oder? Ja. Ja. Na, kann ich das dann alles wieder selber gleich machen oder was? Da steht hier OBS Studio 1801 Full Installer Exe. Ja. 18? Da ist doch schon 19 rausgekommen. Das ist alles, was ich hier kriege. Auf der offiziellen Seite, in der obsproject.org oder wie die heißt, ne? Ich mal, der hat mich weitergeleitet zu, wie heißt das, GitHub? Ja. OBS Studio, ne? Ja. Oh lol, ich bin Treppe runter gefahren, ich. Ich nehme erst, ich gehe Treppe runter und stolper und frecke. Hätte damals, als ich das ausprobiert habe, ein großes Problem. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwas. Hätte da nicht. Es war ein Problem, es reicht. Ja. Recon is in the air. Warum schließt er jetzt das OBS-Studio nicht, das 17er? Klassik meinst du? Oh. Ups. Hinten liegt einer von uns. Launch. Jetzt updaten. Really? Was ist denn los? Ein Idiot hat mich abgeholt mit dem Ding mit dem Flammenwerfer. Also richtig dumm. Also Team Kill. Mich hat gerade ein scharfes geholt.
hast ja echt eine fette Position rausgesucht, ey. Ist das immer noch Chroma-Key oder was? Oder meinst du was anderes? Ich bin nur, dass die Grenze anders wie das Aussehen dunkel ist. Studio-Modus oder was? Fall back! Ja. Studio-Modus. We've lost this time. Ach, hier. Das ist dir wichtig. Ja, das ist auf jeden Fall deutlich angenehmer. So. Swapping sides. Hier musst du ja, wie gesagt, deine Keys eintragen und so weiter, alles mit dem Stream. Das ist für dich jetzt sehr wichtig, auch erweitert. So. Und streamen. Da möchtest du auf jeden Fall nicht den X264 haben, sondern ihmchen hier. Ja. Was kannst du rausschicken an Bitrate? Ich habe jetzt immer mit 3000 gestreamt. 3000. Ja, das kann ich ja im Nachhinein immer noch. Ja, oder lass mal 2,5. 2000. Was hast du da drin? 6000. So, ich bin hier schon mal bei Foxtrot, ne? Jawohl. Foxtrot! Wow. Du hast ein USB-Mikrofon, ne? Yes. Meine Art sind die besten. Ich muss einmal. Warte mal, du hast die Startleiste. Kannst du mir einmal kurz die Aufnahmegeräte aufmachen und dann direkt rüberziehen, dass ich das mal sehe, was das ist? Aufnahmegeräte? Ja. Was meinst du jetzt damit genau? Unter Windows hier unten, das auf dem Lautsprecher, Rechtsklick, Aufnahmegeräte, dass ich das einmal sehe. Geh dann mal weg, sonst fängt der bei mir mal die Maus. Soll ich dir die Dings, die Taskleiste rüberziehen oder was? Oder so, ja, kannst du auch machen. Jetzt sieht er schneller zurecht. Ja. Das ist. Nee, doch, das ist. Ja, das ist halt, genau. Kanal, 2 Kanal. Also hast du Stereo. Ja. Was ist denn besser? Welche hast du denn, was hast du denn für eine Erfahrung gemacht? Besser Mono oder Stereo? Damit habe ich noch gar nicht so viel rumexperimentiert. Mach ruhig mal Stereo, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob wir da. Mal probieren. Also ausprobieren, Aufnahmetests machen, gucken. Sprechen wir mal. Hallo? Hört sich jetzt nicht anders an, weil sonst wird das jetzt auch anders fallen, wie jetzt. Sich anhören. Ja, muss man. Okay. We have a lost Alpha. Das benutzt du alles nichts. Nichts zum Leben zum Streamen. Hier kann man vielleicht noch rein. Ich glaube, da kann man nicht verstehen. Nee, also benutze ich eigentlich nicht. Das Mikrofon an der Webcam habe ich auch noch nicht benutzt. Hier kannst du sowieso keine gute Qualität anstellen. Ja, okay. Das ist auch shit. Das ist aber ziemlich wichtig, nur du solltest immer überall dieselbe. Ja. Selber Abtastrate fahren, weißt du, so eine Sache. Ihmchen hier also auch. Hat. Was ist er sogar? 24 Bit. You don't need this! Na gut.
Blätter. Matschblätter. 24-Bit ist einfach so eine Aufnahme-Auflösung, weißt du? So. Hm. Und hier ist das schon cool, das ist. Alles hier über den Lautsprecher, ne? Ja. Dann sind wir da fertig. Das muss auf jeden Fall gleich sein. Desktop Audio wird es dann auch wohl standard. Ne? Jo. Nehmen. Ja, genau. Du willst ja da alles gar nicht rumfummeln. Skalierung ist Langzeit, geschärft, 32 Stichproben. Das ist so, 60. Du musst bei Screen nochmal auf Ausgabe umskalieren. Aber du warst stehen. Wenn du mal, wenn du irgendwelche Probleme hast, mal höher als normal einstellen. Das ist die Priorität, dann spürt er halt erst ein bisschen mit einer höheren Priorität aus. Das ist das Gold. Also. Was noch ganz wichtig ist, ist, wenn du jetzt. Das ist die Installation, ne? Status, warte mal. Das ist jetzt 64-Bit, aber ich muss halt mal so. Ach shit. PS. Nehmen wir die 64-Bit-Version starten erstmal, ne? Ja, ja. Und dann Dateifahrt öffnen. Ich mach das immer noch mal hier drüber. Dass du hier auf Einstellungen. Arbeitsadministrator ausführen, weil da läuft halt auch sicherer, weil er auf so viele Sachen im Betriebssystem. Dass er da manchmal Probleme hat. Und ich auch, seitdem ich das so ausführe, fährt das, läuft das auch besser. Und der Rest ist eigentlich, warte mal, der hat sogar übernommen, ne? Das hier übernommen, alles. Das ist gut. Anscheinend. Sehr, sehr gut. Das ist, was ich da noch zum Beispiel mit OBS war es so, dass ich, wenn das Bild ganz unten ist, ist das sozusagen unterste Priorität. Wenn ich Bild über die Webcam genau, setze. Das sind dann die Ebenen halt, ne? Das ja, ist genau. Wie bei jedem, also wie wenn du jetzt okay. Photoshop irgendwie arbeiten würdest. Die unterste Ebene ist im Hintergrund und die andere ist dann im Vordergrund. Alles klar, das genau. Dasselbe in grün einfach. Cool. Dann hat er das übernommen. Schön. Muss mal ein bisschen rumprobieren. Wenn du da Hilfe brauchst, nochmal beim Einstellen oder so, kann ich dir auch helfen. Oder mit Overlays oder sowas, ne? Okay. Also das ist alles ein bisschen komplizierter, aber dann können wir das so machen, dann lernst du das auch noch. Wenn ich da irgendwie rumklicke oder was, ne? Besser als wenn ich die Werte jetzt alles so einstellen, dann hast du keinen Schimmer davon, wie das funktioniert und was wie das funktionieren muss. Ja, hast recht. Weil das ist eigentlich ganz easy, da hat man eigentlich immer nur vorher Schiss vor und dieses auf OBS Classic bleiben ist dann sowieso so eine der Einfachheit halber, ne? So eine Geschichte. Ja. Einfach heißt nicht immer besser. Ich probiere das morgen aus und dann werden wir sehen. Ach ja, da fuchst mich heute Abend nicht mehr rein, ey. Das ist. Machen wir jetzt kurz nach 11. Gut. Das war's schon, oder wie? Ja, mehr musst du da nicht machen. Das ist ganz easy. Fein. Und einer mehr.
Und du machst jetzt noch weiter oder ihr macht jetzt noch weiter? Ich mach bloß diese Runde weiter und dann. Alles klar, was? Wann streamst du das nächste Mal? Ich denke morgen Abend ab 16 Uhr wieder. Boah, ey, das ist schon die Himmel. Cool. Ja, 16 Uhr wieder nicht zu Hause. Muss mal schauen. Ja, letztes Mal bis wie lange war? Bis 1 Uhr. Was ist? Wir machen bis 22 Uhr, das sieht dann bis 1 Uhr. Na gut. Joscha, vielen Dank schon mal im Voraus. Und dann wünsche ich mal viel Spaß, hoffentlich funktioniert dann. Wann streamst du? Also morgen Abend dann auch, oder was? Ich? Ja. Ich streame erst. Team so. Team-Dingens, schließlich. Also, Scout, report in. Ich streame da eigentlich. Wenn ich das jetzt schon mache, dann kommt jemand von hinten mit dem Nudelholz und so viel Zeit. Ja, wenn ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wenn ich jetzt 1000 Abonnenten erreiche irgendwann mal irgendwie in nächster Zeit, dann werde ich YouTube ein bisschen runterfahren und gleichzeitig Twitch ein bisschen pushen. Ich finde YouTube auch nicht mehr toll. Ja, es ist auch. Es ist unglaublich schwierig geworden. Nicht nur das, auch die Vierpolitik sein. Also ich mache die Videos als Hobby, als teammäßig. Ich mache der nächste Haus beruflich. Ich mache Hobby, wenn ich sehr gut Geld verdienen kann. Darum geht's nicht. Du willst ja auch einfach Leute erreichen. Du willst ja das machen. Ja, ich bin allgemein für die Leute, die viel verbrauchen. Ja, schon. Ja. Komm, das kommt als nächstes. Naja, mit Rundfunklizenz, Minister. Aber ganz ehrlich, ich finde, da haben die großen YouTuber auch einiges verschlafen. Die hätten mit dem Einfluss und mit dem, was die alles können und darstellen, längst irgendwie eine äquivalente eigene Plattform irgendwie schaffen können oder. Weiß nicht. Nee. Nein, man, eine kleine Runde an Menschen drauf bleiben. So, ja, aber du kannst niemals das erreichen, was YouTube erreicht hat. Nee, das einfach ist einfach viel zu groß. Aber einfach damit man sich aus diesem Joch befreit, sag ich mal, ne? YouTube ist ja eine gute Idee, aber im Moment läuft es halt nicht so rund. Wie mit Rotweiß essen, ne? Ja, gut. Gut, nochmal. Das ist unser letzter Rotz, wenn ich mal der Fan von sein kann. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das Stadion pilgern kann, aber das musst du dann mit dem Christian klären. Der kann dir das vielleicht klären. Saufen! Ja, so. Wie hat man bei YouTube gesagt, zurzeit werden nur RTL-YouTubes Content gepusht? Ja, machen wir mal RTL-Content, können wir auch, also ist halt nicht. Aber wie sollten das heißen? Rising Storm 2, Tag und Nacht? Ja, so ungefähr, Vietnam Tag und Nacht. Und setzen uns Charakter so mal einen Stuhl und sagen noch alles so, ach, der Arsch und so, kann er gar nicht machen. Ja, der muss zum Beispiel anders zu streamen, der muss dann einfach unter dem Hemd auf der Couch sitzen, so ein bisschen eine Hand in der Hose und dann läuft das. Der gepusht. Okay, so, ich muss weg. Ich sag nochmal danke und sprechen uns auf jeden Fall die Tage, denke ich mal. Vielleicht morgen. Mal schauen. Ja, sag Bescheid, ne? Wenn du Fragen hast, keine Scheu. Ne? Alles klar, mache ich. Super, vielen Dank. Schönen Abend, Leute. Ja. Aua! Hey. Au! War das jetzt ein Kill oder war das kein Kill? Das war ein Kill. Ah! Wieso sind nur zwei Leute bei uns im Squad? Du und ich. Ja, aber warum? Weil die anderen keine Lust haben. Keine Ahnung, weil wir vielleicht offline sind.
So, ich geh's auf offline. Ich will auf jeden Fall jetzt noch die Rückrunde. Obwohl, ne, das waren die beiden Runden, ne?